Leon Lovelock ist weiterhin in Tulum unterwegs und anscheinend jetzt hier mit Laura komplett außer Kontrolle. Tulum-Vlog, es wird wieder ganz, ganz wild. Let's do it. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch im Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Sun is shining, man. Wir sind immer noch in Tulum natürlich. Und zwar werde ich jetzt einfach mal mit dem Scooter nach Aldeia Sama fahren, da wo ich am Anfang gelebt habe. Wo ich das erste Mal in Tulum war, das erste Long-Term-Apartment, weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber... Klar. Da habe ich auf jeden Fall gewohnt und das war ein Ort, der mir sehr gut gefallen hat. Deswegen werde ich da jetzt einfach spontan mit dem Scooter hinfahren und einfach mal anklopfen und fragen, ob da irgendwelche Wohnungen frei sind. Das ist schon geil hier, also das kann man auf jeden Fall so tun. Und letztes Mal habe ich sogar so eine Wohnung gefunden. Deswegen, wir bleiben gespannt. Vielleicht fahre ich auch noch mal kurz bei Laura vorbei und zeige euch die Unterkunft von der Laura. Die wohnt nämlich genau auch in Aldeia Sama und hat anscheinend ein richtig geiles Apartment. Ich bin gespannt. Ich nehme euch natürlich mit. Ich habe mir gedacht, ab und zu auf jeden Fall die Vlogs anschmeißen. Ist nicht verkehrt. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert vor allen Dingen auch den zweiten Kanal, Leon Lovelock Highlights. Ich werde auch hier in Tulum fast jeden Tag live gehen. Geil. Deswegen checkt Twitter. Das hat ja perfekt gepasst hier. Ich werde auch hier in Tulum fast jeden Tag live gehen. Geil. Twitch ab und Leon Lovelock Highlights. Yes. Ich bin happy. Weißt du warum? Sun is shining on me. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns später. Let's go. Scooter ist natürlich auch wieder am Start. Das ist aber geil, dass der noch funktioniert. Ne? Der sieht auf jeden Fall auch schon gut runtergewirtschaftet aus, aber das ist kein schlechtes Fortbewegungsmittel für die Hood da. Das ist eigentlich ganz nice, Digga. Das hat Vibe. Wie die Toiletten auf der Party vom letzten Vlog. Der war ja anderthalb Jahre auch bei der... Meinst du, Leon macht im Moment gut Geld mit YouTube? Naja, was meinst du denn mit gut Geld? Also, die Lebenshaltungskosten in Tulum sind nicht so hoch. Und ich glaube, in Deutschland hat er ja bei seiner Mutter gewohnt, glaube ich, oder bei Freunden danach und davor in der Waldhütte. Er hat ja keine großartigen Kosten gehabt, ne? Aber jetzt reich wird er mit YouTube aktuell nicht, sag ich mal. Der Justin gestanden. Und den habe ich da halt nicht wirklich benutzt, beziehungsweise Justin hat den nicht benutzt, deswegen ist die Batterie leer gegangen. Da ist die Batterie drin, die musste ich gestern austauschen, aber jetzt funktioniert. Ist der wegen Steuern wieder in Mexiko? Ist halt die Frage, ne? Ich meine, momentan ist ja wieder Steuererklärung fällig, ne? Man könnte es Zufall nennen. Geht der wieder eigentlich ganz gut. Ich müsste den aber auf jeden Fall auch nochmal sauber machen. Den habe ich damals gekauft für ungefähr 1000 Euro. Ist ein richtig gutes Ding eigentlich. Fährt so. 1000 Euro hat er dafür bezahlt, Bruder. Hat er gesagt, wie viele Kilometer der runter hat? Ich habe das Gefühl, die haben den da verarscht, Digga. 1000 Euro für so einen... Digga, der sieht aus, als ob der schon mal einmal einen Berg runtergefallen ist hier. Guck dir das mal an, das ist alles komplett zugerostet hier. Das ist viel zu viel, ne? Kein Wunder, dass der broke ist, Alter. 110, 120 km/h. Ich wollte nur zeigen, das hier ist... 120 km/h würde ich mit dem Ding niemals fahren, Alter. Ja, das fährt auseinander. La Valletta, da wo ich auch gerade lebe. Und da vorne, wo das Schild ist, nach links, da geht's nach Aldeia Sama. Kann der mittlerweile mal Spanisch eigentlich? Nee, ne? Da, wo ich quasi hin will. Und ja, Mann, das wollte ich euch kurz sagen. Das sind auch die zwei... V8, ja. Areas, die ich euch empfehlen würde. Meine zwei Lieblings-Areas, La Valletta und Aldeia Sama. Checkt das auf jeden Fall ab. Bugger it out, man. Bis gleich. Guck mal, wo ich hier bin, Freunde, Digga. Wer kann sich erinnern? Das war mein allererstes Hotel. Ich erinnere mich direkt. Wo ich hier war, für die ersten zwei Wochen. Eine Woche oder zwei Wochen, ich weiß nicht. Also alle, die wirklich gut Kern-Community sind, die wissen ganz genau, da oben ist ein Gym. Ja. Und Laura hat damals für mich ein Instagram-Live-Video gefilmt und ist dann gegen die Tür gelaufen, weil sie nicht gesehen hat, dass da eine Tür ist. Stimmt. Digga. Ey, wenn ich das noch... Eins in den Chat, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich finde, blende ich das jetzt hier ein. So, die Palmen. Das reicht schon. Ja, okay. Ey. Ja, gut, dass die einen Fahrradhelm aufhat, ja. Das ist, glaube ich, ganz gut bei Laura, ja.
dass die Arme sich nicht dauernd verletzt hier. Weinst du? Einfach mit Helm, ja. Bro, behalte den Helm lieber. Behalte den Helm einfach den ganzen Tag an, scheiß drauf. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Ding, aber ist eher so hotelmäßig. Ich fahr jetzt mal da durch, da habe ich auch mal gewohnt mit meinem Roomie, mit der Argentinierin. Und frag da mal nach, ob die eventuell irgendwo noch eine Wohnung frei haben, Leute. Ich nehme euch mit, falls irgendwie eine geile Wohnung gibt oder so, zeige ich dir euch auch natürlich. Schreibt auf jeden Fall auch gerne unten in die Kommentare rein, was euch noch so interessiert, was Tulum und so angeht. Wie gesagt, ich kenne mich hier eigentlich schon relativ gut aus. 1,5 Jahre ist es zwar her, wo ich hier war, aber ich habe hier 1 Jahr gelebt. Zeig mal das Rotlichtviertel von Tulum. Hier mit den Escorts. Let me know. Digga, ich fahre hier rum und denk mir nichts dabei. Das ist doch hier der Happy Bus von Justine. Auf einmal sehe ich einfach Justines Van, yo. Justine, what's up, Alter? Die hat mir erzählt, die ist jetzt gerade nach Cancun gefahren. Ich glaube, das ist Lauras Unterkunft, Alter. Nein, was ein Zufall. Was ein Zufall, Bro. Ich ruf mal Laura an, vielleicht ist die da, dann zeige ich euch mal Lauras Unterkunft. Geil. Oh, shit, man. Was geht? Laura, den Man. Andere Seite, ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Laura, den Man. Na du? Digga, ich fahr hier so auf doof, dann sehe ich auf einmal Justines Van. Du warst hier noch gar nicht. Nein. Was geht? Nein. Skü. Wie geht's, alles gut? Ja. Skü. Ja, ich trainiere schon, ich hab grad trainiert. Stark, stark. Ja, zeig mal her deine Area hier. Oh no. Deine Ärmchen. Stark. Ist eigentlich mal geklärt worden, wer der Opa war aus der letzten Folge? Nee, aber ich hoffe, der ist hier irgendwie nochmal zugegen. Ich hab noch so viele Fragen. Ey, hast du mein Ding gesehen? Haben wir hier einen neuen Alert? Hast du mein Ding gesehen? 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 Oh no. Deine Ärmchen. Stark. Ey, hast du mein Ding gesehen? Da, wo ich als erstes gewohnt habe? Da, wo du gefilmt hast, wo du gegen die Fensterscheibe gelaufen bist. Ja. Ja, jetzt muss das nochmal einblenden hier. Das war so zum Lachen, ja? Das ist ja hier vorne. Hab ich den eben erzählt. Oh Mann, das werde ich jetzt hier einblenden an der Stelle. Ich küsse dein Herz, Mann. Geil. Das ist das Ding hier, sagst du mal. Ich bin auf doof einfach hier durchgefahren, weil ich gerade nach Apartments gucke, weißt du? Ich habe gedacht, ich fahre einfach mal vorbei und frag die Leute so, da oben. Machen die auch Monthly hier? Nee, ne? So, das ist der Code von Laura, falls ihr mal vorbeikommen wollt. Laura needs man. I don't know. Biggie, das war Biggie. Weißt du? Both. Hola. Hola, hola. Du kannst ja sie mal fragen. Ob sie mit mir zusammen sein will? Oder was mit dir haben will? Gott, was meintest du eben? Du hast doch gesagt. Monthly Base, Bro. Ah, so. Sag doch vorher. Aber Biggie ist doch noch auf der Suche, oder? Biggie ist auf der Suche. Aber die Biggie ist jetzt gerade. Out of order? Die ist die kann nicht. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, meine lieben Freunde. Laura hat Muskelkater im Arsch. Gut. Nee, ich meine, die Laura hat. Erzähl mal ganz kurz. Mit Bülent. So eine TV-Show gemacht mäßig, ne? Ja, BubbleNet. BubbleNet, wo kann man das sehen? Im SWR und online in der ARD-Mediathek. Stark. Aber es ist jetzt, die letzte Folge war schon letzte Woche. Ja? 6 Folgen. Also ist jetzt over, aber man kann sich noch reinziehen. Genial, richtiger Superstar, ja, die Laura, ja? Laura! Ziehe den Man. Wie heißt es? BubbleNet, gell? Ziehe den Man. Also ist jetzt over, aber man kann sich noch reinziehen. Ziehe den Man. Wie heißt es? BubbleNet, gell? BubbleNet. BubbleNet, Lama. BubbleNet mit Bülent, Shaylen und Laura. Na, das ziehe ich mir auch nach dem Stream direkt alle Folgen rein. So. Bülent, Shaylen auch unlustig, ja. Genau wie, wie heißt er ja? Kaya Jana. Das ist so diese Vorzeige Kennex, ja, die so voll angepasst sind, ja. An die deutschen Spießer-Zuschauer, die dann klatschen. Furchtbar, ja.
So. Mach mal jetzt MTV Crip machen. Ja, mach mal MTV Crip, aber mit Biggie. Ah, jetzt zeig mal den Code. Ja, zeig mal den Code. Die macht, die redet ja immer so komisch, da sagt die immer, das ist die Biggie. Das ist irgendwie ihr alter Ego. Ich glaube, mit diesem alter Ego hat die Show gemacht mit Bülent Ceylan. BubbleNet. Digga, das werde ich mir aufs Verrecken niemals reinziehen, ja? Furchtbar. Ja, so Erkan und Stefan mäßig, genau, ja. Richtig. Hm. Mann, Mann, Mann. Wir sind von MTV Cribs. Oh, MTV Cribs, endlich. Sie sind doch die Biggie, oder? Sieht gut aus. Oh mein Gott, Alter. Das ist hart, Digga. Das ist echt hart zuzuhören, ne? Jo. Ich muss mal schnell den Top machen. Mach dir mal den Top, Digga. So, zeig ich mal dein Apartment hier. Wir haben gehört, sie haben eine... Das ist meine Küche. Okay. Wo bin ich den ganzen Tag, gell? Ich hab keine Möglichkeit. Aber sieht um einiges besser aus als bei Leon, ne? Das hat schon Vibes hier, ja? Vibes. Küche war der Dach. Also, das ist die Küche. Ja, geil. Euge Kraft haben wir nicht, sehr gut gemeint sind in der Kühlschrank. Gell? Schön hell, gell? Es ist super. Geil. Doch, red doch bitte wieder normal. Wow. Krass, Digga. Die Lounge ist aber hier cool, ja? Ich finde auch den Tisch sehr nice, Alter. Ich finde, das hat einen coolen Vibe, Alter. Was für schöne Dekoration wir da haben. Das ist fucking Luxury, Bro. Ah, jo. Ich küsse dein Herz. Pidi Platschius, danke für den Fünfer. Kann man diese Aussetzer, die er in seiner Sprache hat, schon als Tourette bezeichnen? Oder ist das einfach so ein Add-on, das mäßig Edin-Add-on? Naja, Add-on und Ad-Libs halt, ne? Auch dieses Skrrr. Ja. Kennt ihr das, ja? Ihr begrüßt eine Freundin und umarmt die und macht erstmal Skrrr. Skrrr. Das machen manche auch, wenn sie beim Sex zum Höhepunkt kommen, ja? Dann stöhnen die halt nicht laut oder so, sondern machen einfach Skrrr. Skrrr. Ach Mann, ey. Tschüss. Geil, geil. Aber teuer bestimmt. Hier zahlst du bestimmt 30.000 Pesos im Monat. Im Monat? 30, 40. Ja, ja, $2.000 bestimmt. Geil. Was meint ihr denn, weiß ich nicht, kann sein? Hat das jemand für sie bezahlt, die, oder was? Wow. Digga, das ist ein Luxus-Crib. Stimmt, die hat doch gesagt, die ist nicht alleine, ne? Mit wem ist die denn unterwegs hier? Schwör dir. Wenn ich sowas hätte, aber wäre krass zum Streamen und so, Digga, da würden bestimmt nochmal 1000 Mal mehr Leute einschalten, wenn die so einen Hintergrund sehen würden. Genau, ja. Es liegt am Hintergrund, dass bei Leon Lovelock nicht mehr Leute einschalten. Das kennen wir ja alle, ne? Das Wichtigste beim Streamen ist der Hintergrund. Ich bin auch am Start und so, auf dem Boot. Ey, geil! Also kann ich. Washer und Dryer hier am Start. Das hat übrigens jede Bude hier in Amerika. Hier in Amerika hängt keiner seine Wäsche zum Trocknen auf. Du hast halt einen Washer unten und dann oben hast du einen Trockner, schmeißt es da rein, das trocknet und fertig ist. Das hat aber eigentlich auch jedes stinknormale Billo-Apartment hier, wenn du dir das mietest. Kann ich auch? Kannst waschen kommen, ja, jo. Alles doch, klar. Einmal muss ich auf jeden Fall. Einmal, muss ich. Das am Onkel, das ist das Reich meines Onkels. Ach, mit Onkel ist die da, okay. Aha. Mein Onkel ist, glaube ich, gerade auf Toilette. Das ist mein Messi-Room. Stark. Sag mal, wie du schläfst. Love, look, Digga. Machst du die fies von meinem Bett? Ich glaube, du spinnst. Du musst Querformat filmen, ja. So. Hast du immer noch nichts gelernt, oder? Nee, Digga, sorry. Camera Frau. So. Auf jeden Fall schlafe ich so. Aber die Länge ist gut. Die Länge ist gut, gell? Ja. Hast du auch Queen-Size-Bett, also oder was? Laura zieht in meine Lampe. Dein Apartment ist doch auch süß, eigentlich. Ja, meine Matratze ist so abgefuckt. Dein Apartment ist doch auch süß. Ja, das ist das, was ein Männer-Apartment ausstrahlen möchte, ja? Süß zu sein. Fakt, ne? Ja. Aber ich sag dazu nichts, weil wir wollen nichts Negatives manifestieren. Nein. Alles ist gut. Ich bin Tulum ist toll. Genau. Da ist der Rolf. Onkel Rolf, sag ich mal Hallo für die Ach, das ist Lauras Onkel. Ey, wer hätte denn... Hä? Ey, wer hätte denn das erwartet, Bruder? Arabi. Das ist der alte Mann aus dem Bus, oder? Alter, was? Digga, wie kann man denn so scheiße Leute einführen, Charaktere einführen, eine Geschichte erzählen? Digga, in der ersten Folge von Lovelock Goes
to Mexico saß einfach irgendein alter Mann im Bang-Bus, im Happy-Bus von Justine. Der hat nicht einmal mit Laura interagiert und war dann auch irgendwann einfach wieder weg. Jetzt wird er einfach eine Folge später vorgestellt. Ach, das ist übrigens mein Onkel hier von Laura. Ja. Also Plot-Twists wie bei Game of Thrones hier, ja? Unfassbar. Wie heißt der Mann? Lum ist toll. Genau, da ist der Rolf. Onkel Rolf, sag ich mal. Rolf, Alter, Rolf, jetzt schon bester Mann, ja? Er ist doch der King. Er ist der heimliche Star dieser Reihe hier. König Rolf ist am Start. Hallo für die Kamera, bitte. Rolf, wie ist es? Das ist der Rolf, das ist mein Pater, Onkel, gell? Sag halt mal was. Sie sprach verschlagen, ich habe als Geschäftsmann gerade großes Geschäft gemacht. Danke, Gates. Habibi Rolf, du lebende Legende, ja? Mir hat's die Sprache verschlagen. Ich habe als Geschäftsmann gerade großes Geschäft gemacht. Alter, Rolf, die lebende Legende. Er ist der Geilste. Hoffentlich, ja, hat der jetzt noch ganz viel Screentime. Leon, hör auf, hier deine wertvolle Vlogzeit mit Laura und Justine zu verschwenden. König Rolf und du auf die Piste in Tulums Nachtleben. 1 Million Klicks. Ich sag's dir, Bruder. Ich sag's dir, Bruder. Komm ins Café mit Rolf, muss kommen. Ja, ganz wichtig. Sie sprach verschlagen, ich habe als Geschäftsmann gerade großes Geschäft gemacht. Bester Mann. Das ist Monem. Okay. Ja. Oh, dein Geschäft riecht aber gut. Das Parfüm mal. Okay, das ist es, gell? Zeig ich mal noch, was haben wir da oben? Rooftop oder was? Rooftop. Ah, jo, ich muss mich doch anpassen. Haben wir schon keine Türe daheim oder was? Entschuldigung. So. Laura, wir müssen auf jeden Fall auch noch zusammen irgendwas unternehmen gehen, gell? Irgendwann so, die nächste Woche oder so. Ja, nur Apartments zeigen die ganze Zeit in den Vlogs, wird halt auch irgendwann redundant, ne? Warte mal. Also ich wollte nach Cozumel. Hammer Buddy. Danke, Bruder. Zu den großen Pyramiden müssen wir. Ja, 7. Weltwunder. Ich habe ja mitgebaut damals. Meine Seele zumindest. So. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Wir haben jetzt noch 2 Wochen, aber wir müssen mal gucken, dass wir das so ein bisschen planen. Voll. Ich will ein paar Vlogs für die Leute auf jeden Fall machen. Ein paar Vlogs müssen wir machen, ne, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Geil. Okay. Das ist das Rooftop. Ach übrigens, wenn wir schon dabei sind, schon wieder die Hose von Fräs. Meiner Meinung nach ist Marvin California tatsächlich psychisch krank. Alles für den Alert und für Rolf, Abi. Rolf ist der... Der hat mich jetzt geflasht, Digga. Ich hab gedacht, wir sehen den alten Mann aus dem Van nie wieder. Ich dachte, wir machen irgendwann mal in 5 Jahren ein Video, ja, über Missing Legends. Und das Video heißt, der alte Mann aus dem Van. Aus dem Happy Van. Da kommt er hier einfach um die Ecke. Als Lauras Patenonkel. Bester Mann. Ich hoffe, wie gesagt, wir sehen ihn öfters hier. Rolf ist der Main Character. Absolut. Top. Ach übrigens, wenn wir schon dabei sind, schon wieder die Hose von Frères an. Die Jungs sind richtig cool, das sind 2 Brüder, die machen das so ein bisschen. Mon Frères. Aber das Gute ist, die machen gerade die Einnahmen, die geben gerade an die ganzen Erdbebenopfer in der Türkei. Ah, echt, ja? Ja, deswegen, stark. Kauft. 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 Kann. Das ist natürlich löblich hier, ne? Kauft. Ich verlinke, schick mal die Seiten zu. Mal gucken, ob er sein Wort gehalten hat hier mit Verlinken und so weiter. Leon verlinkt nur sein eigenes Zeug hier, ne? Nein. Pooly Vibes. Pooly Vibes, ne? Pooly Vibes, ja, ist jetzt nicht so krass, ne? Aber ich meine. Nee, gell? Hätte ich mir jetzt auch krasser vorgestellt für das Apartment. Ja, kann nicht anders haben. Ah, da kommt man hin. Ihr seid doch direkt am Meer hier. Ja, mein Onkel findet es gar nicht geil, weil der schwimmt gerne Bahnen morgen. Ja, jo, hier kannst du nicht machen, gell?
Weiß ich nicht. Er sagt immer, das kleine war eine Badewanne. Minibahn, also ist auch. Geil. Yes, Freunde, das ist das Apartment. Erzähl mal, was zahlst du? Was hast du bezahlt? Hallo? Damit für 17 Tage ist es schon teuer. Sag doch. Für 17 Tage 1900 Euro. 1900 für 17 Tage? Das ist schon happig, Digga. Das ist schon happig, Alter. Das ist ja noch nicht mal irgendwie all-inclusive oder Halbpension oder sowas. Das ist ja wie so ein Airbnb. 1900 ist viel, Digga. Für 17 Tage? Boah. 17 Tage heißt so 100 da, 102, 103, 104 so pro Tag. Ja. Für zwei Leute, Dicker, jeder Fuffi? Ja, ja, so, ja. Ich zahle für meine auch einen Fuffi pro Tag, ja, fast. Zu zweit ist easy. Ja. Voll. Ja. Aber du kriegst und da für können den, ja auch da aber für den Preis kriegst du die wahrscheinlich sogar monthly. Monthly ist ja safe, ist ja Airbnb, ist ja anders. Ja. Aber ich glaube auch, da können ja noch zwei weitere Leute pennen. Auf der Couch, oder? Ja. Da ist wohl noch so ein kleines Zimmer. Meine Schulter fällt. Achso, da ist noch ein Zimmer. Na gut, es kommt drauf an, ne? Also, kann sein, dass die uns anscheinend hier nur die Hälfte des Apartments gezeigt haben. Ja. Aber trotzdem, also Airbnb in Mexiko, ich glaube, da findest du preislich Besseres. Fällt gleich ab. Ist das so? Ah, ja. Nee, ist einfach anstrengend die ganze Zeit, so die Kamera zu halten. Achso, dann wechsel doch den Arm. Ah, nee, ist die Schokoladezeit, gell? Scheiße, aus. Die Schokoladezeit, die da, das geht nicht. Oh, nein, ist es die? Die ist die Schokoladezeit. Ah, ja. Wir sehen uns später, Freunde. Peace it out, man. Peace it out, man. Ey, das geht immer noch 5 Minuten. Was kommt denn jetzt noch? Ich bin so gespannt. Hoffentlich sehen wir King Rolf nochmal. Das ist alles, wofür ich mich interessiere. Oha, auf Titte, oder? Yes, yo, Freunde. Wer kann sich erinnern hier? Ja, ich natürlich. Kann sich erinnern. Hier habe ich gewohnt. Halbes Jahr lang oder so, glaube ich. Tribu, Tulum. Ist sogar offen, Digga. Wir können mal kurz reinsteppen hier. Ist ja voll geil, dass es gated ist, aber man erstmal da reinlaufen kann hier. Step inside, motherfucker. Hola. Step it in, man. Bien, y tu? Sogar derselbe Mitarbeiter noch. Crazy. Ich bin ja einfach mal so in so einem Kondo reingesteppt. Das sieht krass aus auf jeden Fall, Freunde. Scheiße, die Vibes sind crazy. Vibey, vibey, Vibes. Da ist er doch, da ist er doch. Das ist ein Alert, meine Freunde. Das ist ein Alert, habt ihr gehört? Vibey, vibey, Vibes. Vibey, vibey, Vibes. Vibey, vibey, Vibes. Vibey, vibey, Vibes. Das ist perfekt, oder? Das ist perfekt, Alter. Oh, das geht ja noch weiter, warte mal. Vibey, vibey, Vibes. Vibe it in, man. Das, also bis hierhin ist zu lang, Bruder, das ist zu lang. Das sind ja 6 Sekunden kompletter Brain-Durchfall, Digga. Vibey, vibey, Vibes. Vibe denn, man. Krass. Hilfe, Digga, Hilfe. Vibey, vibey, Vibes. Vibe denn, man. Krass. Das sind eigentlich 2 Alerts, oder? Ich check mal hier ab. Ja, ich guck mal, was hier läuft. Yes, Freunde, gemütlich Tee am Start und hier auf Facebook gerade nach Wohnungen gucken. Kleiner Tipp auch an alle Leute, die eventuell hier in Tulum länger bleiben wollen, beziehungsweise generell in Mexiko. Ist eigentlich eine geile Option. Ach, Facebook, ja? Kennt das einer von euch, Facebook? Ja? Krass, ne? Also die fiesen Insider-Tipps von Leon hier. Da, auf Facebook Marketplace kann man sich tatsächlich irgendwie auch Apartments und sowas suchen. Weiß nicht, ob ihr das kennt, Digga, ja? Also, nicht schlecht, Alter. Direkt über Facebook Marketplace zu gehen. Ich hoffe, Leon bringt mal einen Ratgeber aus. Wie überlebt man am besten im Ausland, ne? Wie kauft man sich für 1000 Dollar einen Schrottreifen-Scooter? Da gibt es immer eigentlich ganz coole Wohnungen, die man direkt sich anschauen kann. Mhm. Ja, als kleiner Tipp, Vichio. Ich habe jetzt mal bei Geil. Ein paar Kondos meine Nummer gelassen. Die schicken mir Optionen zu. Yes, Laura will unbedingt an den Beach gehen. Ich wollte eventuell noch kurz trainieren.
Oh, diese Probleme, die diese Leute auch haben, ja. Ja, Laura, die wollte noch kurz an den Beach gehen. Ich wollte noch kurz trainieren. Wir wollten aber auch was zusammen unternehmen. Das ist doch scheiße jetzt. Eine Krisensitzung, ja. Die Armen, Alter, ja. Und dann gehen wir eventuell später an den Beach. Nehme ich euch natürlich auch mit, Freunde. Be unique. Dabei ist alles. Bis später. Yes, Freunde. Ich bin angekommen an meinem alten Gym. Evolve Gym. Jetzt wird das erste Workout durchgezogen. In Tulum. Ich hab Bock auf jeden Fall. Ich bin motiviert. Die Gains müssen natürlich gesaved werden an der Stelle. Ja, safe, Alter. Was macht jetzt Rolf den ganzen Tag? Nehmt ihr den auch mal mit? Vielleicht will Rolf auch ins Gym? Der arme Mann, ja? Ist der da die ganze Zeit im Apartment eingesperrt oder was? Bald mal wieder auch mehr Fitness-Content für euch auf den Nacken. Geil. Für alle Leute, die eventuell einen Trainingsplan brauchen, die Hilfe brauchen, eine geile Form zu erreichen. Na, ich ja nicht. Ich biete ja mittlerweile auch Online-Coaching an. BeUniqueCoaching.de. Abchecken. Bietet Rolf denn auch ein Coaching-Programm an? Wie man so ein verdammter Alpha wird, wie man so ein verdammter King wird. Wenn das 500 Euro kostet, ich kaufe es direkt zweimal. Das ist ein individuelles Coaching von mir, wo ich mich wirklich um jeden Einzelnen individuell kümmere, Trainingsplan mache. Ey, wenn Rolf jetzt nie wieder in diesen Vlogs, vorkommt, ich dreh durch, Alter. Ernährungsplan mache. Es gibt eine App, mit der ihr euer Training tracken könnt und mit mir auch Kontakt habt. Ihr könnt mir Sprachmemos schicken, ihr könnt mir Videos schicken, wo ich eure Techniken dann kontrolliere, etc. Also es ist wirklich ein 1:1 Coaching von mir mit dir. Falls du Bock hast, falls du Gains machen willst, let me know. Unten in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und jetzt geht's los, Digi. Gains in den Motherfucker. Let's go. Oh nee, da hat er da irgendeinen random Dude gefragt, ey, kannst du mich mal bitte filmen, während ich die Übung mache? Das ist ja nicht mal Laura, habt ihr gesehen im Spiegel, ja? Hey, I'm a famous YouTuber. Could you take a video of me while I'm going to press this machine? I want to show my subscribers my muscles. Ja? Ahora sí. Yes, Freunde. Gerade am Trainieren. 110 Kilo Bankdrücken. Aktuell 5x5. Ich wollte mich in Deutschland eigentlich steigern. Aber das bekomme ich jetzt nicht hin. Durch die ganze Reise, wenig Schlaf etc. muss ich erstmal langsam machen. Nicht, dass ich mich verletze, Digga. Ich habe mir ein bisschen mein Handgelenk angeknackst. Beim Scooter reinheben mit der Justine zusammen. Deswegen, keep it simple, keep it low. Ein bisschen Bankdrücken. Push Day heute. Was ich sagen wollte, Kosten ungefähr hier im Evolve Gym. Ich muss sagen, die Gyms in Mexiko sind sehr teuer. 53 Euro im Monat. Was willst du machen? Ja, was heißt, die Gyms in Mexiko sind sehr teuer, Bruder? Ja? Digga, Tulum ist eine Influencer-Hochburg, wo ganz viele Influencer hinfliegen, um dort schöne Fotos zu machen und zu connecten und zu viben, ja, und ihren Spirit zu finden und alles drum und dran, ja. Bruder, ist dann natürlich klar, dass sie da preislich das Ganze nach oben schrauben, um diese ganzen Influencer-Keks abzuziehen, Alter. So ist es halt. Gym ist eine der wichtigsten Sachen. Da spare ich lieber woanders als beim Gym, meine Freunde. Jetzt gebe ich Gas. 110, 5x5. Danach noch Schulter und Trizeps. Auf entspannt. Ich werde nicht viel aufnehmen heute. Ich will durchziehen, fokussiert bleiben. Und ja, ich glaube, das war es sogar gewesen von diesem Vlog hier an der Stelle. Falls noch irgendwas passiert, schneide ich das noch mit rein. Falls nicht, küsse ich euer Herz. Be unique. Dabei ist alles, bald dabei ist alles. One Love, nur Liebe raus nach Germany. Auch an die einzig wahre Love Gang. Kommt doch auf Twitch vorbei. Ich küsse. Was, Love Gang? Ist das jetzt deine Army oder was? Heißt denn, das sind jetzt hier Love Gang? I love you all. Peace. Alright, Freunde, Workout is done. Und die Freundin, die mir ein Interface. Wo ist er denn jetzt hier gelandet, Alter? Das sieht aber shady aus. Interface bestellt hat, habe ich euch gar nicht im Vlog erzählt, glaube ich, ne? Mein Interface ist kaputt gegangen auf dem Flug. Die haben irgendwie, glaube ich, die Tasche einfach so in den Flieger reingeschmissen und dann ist mein Interface kaputt gegangen. Deswegen konnte ich mit keinem guten Ton streamen. Aber sie hat mir gesagt, also ich war dann gestern hier bei ihr zufällig und die hat mir bei Mercado Libre ein Interface bestellt. Und das sollte jetzt angekommen sein.
sind die Doggy Dogs von ihr. Bam. Damn. There we go, motherfucker. Interface it in, man. Jetzt kann es wieder losgehen. Regelmäßig wird gestreamt hier auch von Tulum. Nochmal, unten in der Beschreibung gibt es einen Link. Twitch, Leon Lovelock Highlights. Abonnieren, Kommentare schreiben, liken, supporten. Wir wollen dieses Jahr noch die 100.000 knacken, meine lieben Freunde. Let's go. Was? Supporten. Wir wollen dieses Jahr noch die 100.000 knacken, meine lieben Freunde. Was will er? Wo will er 100.000 knacken? Schreiben, liken, supporten. Wir wollen dieses Jahr Lovelock Highlights. Abonnieren. In der Beschreibung gibt's einen Link. Twitch, Leon Lovelock Highlights. Abonnieren, Kommentare schreiben, liken, supporten. Ach, der Leon Lovelock Highlights Streaming-Kanal. Also ich muss sagen, Rolf, der heimliche Star dieses Vlogs, ein unfassbarer Mann, ein unfassbarer Ehrenmann. Wenn mehr Rolf-Highlights kommen, falls Leon mit Rolf streamt und diese Highlights hochlädt, hat er die 100.000 sicher. Bin ich ganz, ganz fest überzeugt von.